Und der Ball, er läuft, er fährt geradeaus weiter. Zum Glück leuchten die Punkte. Dann stößt er dagegen, bewegt sich auf die andere Richtung. Leuchtet vor sich hin. Bewegt sich in diese Richtung. Könnte ein bisschen mehr in der Mitte sein, aber okay. Hier hinüber. Stößt ab und bewegt sich genau dahin, wo er hin muss. Und der ist raus. Als Belohnung bewegen sich jetzt Kisten nach oben. Laden sich auf und fliegen dann weg. Das ist schön. Nun nehme ich mit. Nö, die ignorieren mich völlig und fliegen einfach durch mich durch. Naja. Dafür fliegen die jetzt hier an mir vorbei. Und beliefern irgendwas mit Kästchen. Und der liegt jetzt schon mal so bereit, dass er irgendwas tun kann. Kugel hat sich geöffnet und es ist ein Sob ohne Betrieb. Ein Männchen mit dem guten Hubreifen, ne? Ja, ich bin hier. Ein Fahrstuhl. Tschüss, Levelau. Hallo, Levelau. Das ist schon mal gut. Das geht weiter. Ach, passt. Schwebt die Grenze. Das ist schon. Ich bin jetzt mal hier geleuchtet. Mir fällt das Wasser. Das ist ein schönes. Hier ist es. Hier ist es. Eine weitere Treppe, die ich jetzt hinaufgehe. Danke für die Fahrt und bis zum nächsten Mal. Hier geht's weit hinauf. Jetzt weit hinauf. Und hinauf. Neue Säulen, alle. Und hinein in diesen Raum. So, hinein ins nächste Bild. Hui. Da geht's weiter, da geht's weiter. Und da ist das Hauptding wahrscheinlich. Okay, nicht zu schnell voran. Denn ich muss jetzt wahrscheinlich hier und da noch was machen. Normalerweise hätte ich hier gedacht, hier geht's weiter, aber es geht anscheinend da weiter. Bewegt sich irgendwas? Irgendwas energiegeladen ist, so wie es klingt.
Ich wollte ja noch ein bisschen ausschauen nach diesen kleinen unscheinbaren Symbolen, aber ich habe davon wahrscheinlich schon so viele übersehen, dass es auch nichts mehr ausmacht. Beziehungsweise das eine vorhin konnte ich irgendwie nicht aufnehmen. Okay, das gibt es anscheinend an vielen verschiedenen Ecken und Kanten und... Ja, das wird nochmal was für eine 100%-Runde oder so, aber nicht für mich. Zum Ziel. Schwerkraft. Ja. Dann jetzt hier hoch und wieder zu der nächsten Tür. Und dann schauen wir mal, wo wir da hinkommen. Okay. Und das erinnert mich an ein Spiel, das ich noch nicht gespielt habe, oder an einen Schaltkreis. Das ist ein Mann, der da sitzt. Das soll wahrscheinlich Text darstellen. Und das hier ist eine Plattform, die mich hochführt. Okay. Quadrat und Quadrat. Okay. Kreis und 3. 3 ist da. Anderes Dreieck. Vielleicht so rum. Nö. Keine Lust runterzufallen. So. Hier muss ich ja. Dreht er sich so auch? Ja. Okay, hier und da. So viel Kett rum. Wusch, 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 wusch. Okay, fetter mich mal hoch hier, fahrt mich mal hoch. Was gibt's hier? Den nächsten Raum. Oh. Top. Ah, jetzt bin ich hier oben, alles klar. Hock. Warum? Okay, dieses Ding dreht sich einfach nur. So, was haben wir hier? Ein Garten mit Bäumen. Seltsame Bilder an der Wand. Also Diskuswerfer, Läufer und Bogenschützen. In den Garten komme ich nicht rein. Das macht mir aber gar nichts aus, denn wahrscheinlich darf ich hier wieder so ein komisches Flächenrätsel lösen.
Ganz wichtig, nicht auf die Schwarze treten. Wieder. Und hier leuchtet was. Und hier ist wahrscheinlich jetzt wieder... Wow. Ein Raum, wo irgendwie ein paar Sachen durchschießen. Und ich komme wieder in den Hauptraum. Gut, dann gehe ich doch mal wieder hier in diesen Raum mit diesen komischen Drehdingern. Ach, das ist so ein langer Weg. Den ich vielleicht abkürzen kann. So, wir waren ja hier irgendwie stehen geblieben. Oh, den kenne ich. So, Schallplattenspieler. Quadrat und Quadrat. Den da und den da. Passt schon. Wie kriege ich dich denn jetzt andersrum hin? Muss ich dich vielleicht außen haben? Oder irgendwie oben, unten, da beim Zahnrad. Ach so, das ist nicht. Okay, das Dreieck will irgendwie nicht richtig rum sein. Und der da auch. Der da ist richtig rum, aber das Dreieck nicht. Warum nicht? Okay, der geht nach unten. Schief. Muss ich mich wenigstens vielleicht umdrehen oder so? Ich will, dass das richtig ist. Das ist aber schon mal nicht. Das wäre irgendwie richtig, aber nicht wirklich. Warum nicht?
Okay, so ist das irgendwie richtig rum. Irgendwie auch nicht. Ich kann auch hier nicht irgendwie noch was machen. Ups. Mal durchdrehen. Hoch. Müssen die auch oben sein? In der gleichen Position vielleicht? So? Wieso? Akzeptierst du das nicht? Ich verstehe es nicht. Drum guck ich mal, was der nächste macht. Nächste wäre nämlich dieser Raum hier. Und ich bin mal gespannt, ob der mir jetzt sagt, nee, du musst erstmal das Vorherige schaffen. Oder ob er mir das nicht sagt. Was ist das hier? Entweder sind es Sitzplätze oder Fahrstühle für ein Stück hoch. Irgendwas rattert hier gerade auf meiner Rechner rum. Deswegen hängt das, hakt das gerade so ein bisschen. Aber okay, ja, das erkenne ich. Dann muss ich den hier einfach nach hinten schieben. Bin ich gespannt, was passiert. Okay, hier ist ein Loch. Maya und was anderes. Griechisch wahrscheinlich. Geht jetzt hier was? Okay, ich laufe jetzt einfach geradeaus, bis der mal ganz oben ist. Mal gucken, was passiert. Kann ja nur was Gutes sein. Bleibst du da? Bleibst du da? Bleibst du immer noch da, ja? Huch. So, die fahren alle nach oben, okay. Und da fährt er nicht mehr. Ins Hochrote. Ja, Hochrot.